Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Hier bei Wie mögen wir es, deinen Kopf und deine Geschmacksknospen durcheinander zu bringen. Dieser neue Geschmack wird dir wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Wir übernehmen keine Verantwortung. Dies ist Wie, not Orange. Or is it? Es geht also weiter mit dem australisch-neuseeländischen März und weiter mit Wie. Diesmal mit der Richtung Orange oder doch nicht Orange. Das Zeug wird als Limited Edition angepriesen und es ist auch erst Ende 2012 erschienen. Der Name Not Orange ist hervorragend. Sehr einfach und trotzdem sehr interessant. Einfach nur eine Farbe und die dann auch noch negiert. Mich haben sie damit jedenfalls erwischt. Das Design. Ist okay. Aber mir auch nicht. Einfach nicht zu auffällig, aber auch nicht gerade spannend. Im Gegensatz zum Original ist hier auch kein 3D-Effekt an der Dose. Schade, den fand ich gut. Stuff in the can oder auch Inhalt. 31 Milligramm Koffein und 200 Milligramm Taurin pro 100 Milliliter und auch Glucuronolacton. Ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen, falls das richtig ist. Uncool ist auch das Natriumbenzoat. Google das. Nicht hier drin ist Orangensaft. Soweit stimmt Not Orange also. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hoffe sehr, dass es keine normale Orangenlimonade ist, aber das Not lässt ja ein wenig darauf schließen, dass es das nicht ist. Aber es riecht sehr nach Orange. Sehr, sehr. Nach einer sehr süßen Orange mit ein bisschen Energydrink. Die Farbe ist stinknormal wie gewohnt. Energydrink farbend. Ich trinke diesen wie Not Orange auf die Möglichkeit der Verneinung. Lasst euch nicht alles gefallen. Prost. Süß. Es hat wieder diesen Brausepulver-Geschmack. Wieder traubenzuckerartig. Es ist deutlich Orange, aber eher Blutorange. Eine stärkere Säure, die zwar von der starken Süße irgendwie übertroffen wird, aber das ist Blutorange. Unkompliziert. Aber gut, wirklich gut. Nicht langweilig. Hat sowas Brausepulverartiges halt. Finde ich toll. Ich mag auch die zweite Sorte, wie die ich jetzt probiere hier. Führt es bitte in Deutschland ein. Fazit. Das Not im Namen finde ich super. Das Design und der Inhalt sind nicht so richtig der Hit. Dafür ist der Geschmack hervorragend. Es ist Orange, es ist Blutorange. Es schmeckt allerdings wie der andere, wie auch schon so brausepulverartig, traubenzuckerartig, irgendwo dazwischen. Finde ich interessant, ist was anderes. Würde ich sofort wieder kaufen, wenn man es hier bekommen würde. Dementsprechend probiert es aus, wenn ihr die Chance habt. Beide Daumen hoch. Tschüss und trinkt nicht zu viel von dem Gift. Oh Mann, diese Wie-Folgen von Sticks Critics sind ganz schön anstrengend, denn ich muss mich immer fürchterlich konzentrieren, nicht Wie zu sagen. Wie, 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 Wie. Weiter geht es mit dem Original-Wie oder mit meinem Video zu Koffein. Vielen Dank an Tomka für die Dose. Bewertet doch bitte das Video und lasst mir Kommentare da. Ja, und teilen und abonnieren und so ist klar, ne? Danke.